Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, das nächste Video, keine Ahnung, was für eine Nummer ist, ja eigentlich auch wurscht. Wir haben Sonntag, den 15. glaube ich. Sonntag, den 15. September. Ja. Und ich erwarte heute Besuch. So gegen 3. Jetzt ist es, ich glaube, 1:45. Ja, 1:30. Ich habe nämlich gar nicht auf die Uhr geguckt, sondern nur aufs Datum. Ja, ist 1:30. So gegen 3 herum sollte heute Besuch kommen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ob er gut durchkommt. Von wem rede ich? Ja, der ein oder andere wird es wahrscheinlich bei ihm auf seinem YouTube-Kanal schon gesehen. Der Thorsten Sonntag von der Nutztierarche Sonntag kommt heute. Der bringt mir eine Zuchtsau mit, rotbunte Husumme. Ich habe ja bei mir unten noch die Uma und ich habe ja noch das Fägelchen. Fägelchen, ja, das heißt halt so, der Ebe. Und ja, die Uma ist ja jetzt mit ihrer 9 Jahre doch nicht mehr gerade die jüngste. Decken ist ein wenig schwierig, funktioniert halt nicht mehr. Die ist jetzt fast ein halbes Jahr mit dem Ebe zusammengelaufen, aber ist nichts mehr passiert, die nimmt einfach nicht mehr auf, die wird nicht mehr rauschig, das ist einfach so. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich brauche jetzt eigentlich eine neue Zuchtsau, ist aber tatsächlich momentan recht schwierig, weil es nicht mehr viel gibt in Deutschland. Wenn, dann sind sie meistens viel zu weit weg. Problem ist auch, ich hab weder einen Anhängerschein für den PKW, den müsste ich jetzt echt einmal irgendwann nachholen, das war dann mal Zeit, und ich habe dummerweise auch keine Transportbescheinigungen, keine Sachkunde für Tiertransporte. Die braucht man ja aber einen gewissen Kilometeranzahl, ich glaube 60 oder 100 Kilometer oder was das sind. Musst du einen Nachweis führen? Habe ich nicht. Ja, jetzt waren Schweine drin, ja, irgendwo in Norddeutschland, 500, 600 Kilometer. Das ist klasse, ohne Anhängerschein ist das sowieso schon mal. Und wenn du dann keinen Nachweis hast, ich meine, ich habe schon überlegt, der Jungersau, vielleicht im Land Rover hinten drin ein wenig Stroh eingestreut und dann da drin auch transportieren, aber wie, dich hält auch nicht an, dann kriegst du auch noch auf die Nuss. Tja, was magst. Und jetzt hat sich das so ergeben, ich habe die ganze Zeit schon gesagt, die Roller soll ja weg. Es ist ja eigentlich in Planung. Ja, das hat einfach einen Grund, die Roller ist eine alte Black-Kuh. Die schreit halt viel. Ich habe die damals gekriegt, als ja, junge Ferse, halbes Jahr alt. Und ja, die ist halt vor ihrer Mutter weggekommen, vor einer großen Herden. Und es ist 3 Tage am Stück nur Schreierei gewesen. Wirklich war 24 Stunden am Tag, 3 Tage lang. Bis er halt so heißer war, dass es dann nur noch ein wow, das hast du dann schon nicht mehr gehört. Aber das war damals schon sehr laut. Gut, da hat man gedacht, okay, die ist jetzt vor der Mutter weggekommen, dann schreit sie halt ein wenig, dreht sie ein wenig durch. Ja, ist verständlich, die ist jetzt aus den Herden rausgerissen worden, halbes Jahr alt und so. Aber das Problem bei ihr war halt, wie sie dann einmal angefangen hat zu rinden, also stierig geworden, wie man bei uns sagt, dann ist er halt auch wieder laut geworden. Das ist bei ihr immer so im Schnitt alle 18 bis 21 Tage, so Pi mal Daumen. Meistens sind es um die 18 Tage, dann geht es wieder los. Und dann schreit sie halt immer 3 Tage am Stück, wo sie rindert. Dann geht es auch immer, sobald sich irgendwo jemand bewegt, kann ich gar nicht vormachen, wie die das macht, aber die kann das gut. Und das ist halt wirklich ja, nervig gewesen. Dann kam ja damals der Ludwig, der Stier, dann war sie gedeckt, alles prima, Ruhe, Frieden, klasse. War absolut friedlich auf der Koppel, bis sie das erste Kalb gehabt hat und wieder das Rindern angefangen hat. Weil das Problem war nämlich dann in der ganzen Geschichte, sie hat wieder das Rindern angefangen. Der Ludwig hat es natürlich spitzgerecht, wollte sie decken. Zu dem Zeitpunkt war noch absolute Ruhe, war alles klasse. Aber die Rella hat gemeint, nö, ich habe ein Kalb, das Kalb ist jetzt 2,5 Jahre alt, aber du kannst mich mal kreuzweiß, ich habe keinen Bock, du deckst mich jetzt nicht, weil ich säug den ja noch. Mach was du willst. Ja, dann hat sie den Stier ordentlich verboxt gehabt, hat ein paar Mal einer verpasst. Und der hat dann irgendwann seinen Frust geschont. Weil sie hat ja immer mit ihrem Geruch und mit ihrem Verhalten signalisiert, ey, ich bin deckbereit. Aber vom, ja, sorry.
wenn ich öfters husten, du chronischer Bronchitis. Es ist wieder kühler draußen, ganz normal. Ist einfach so. Wird nicht mehr besser. Habe ich seit dem 14. Lebensjahr, war ich auch bis zum Ende meines Lebens home. War ich nicht mehr los. Anderes Thema. Naja, auf jeden Fall. Er war halt dann irgendwann so gefrustet, sie hat signalisiert, sie könnte. Sie hat aber keinen Bock gehabt und er war dann frustriert. Dann hat er sich auf die Koppel gestellt und dann hat halt er das Plan angefangen. Und ein Stier kann ausdauernd planen. Also wer einen Stier hat, der kennt das ja und dann kann das auch mal mitten in der Nacht sein. Hat natürlich zu massiven Eichen mit den Nachbarn geführt. Ja, zugegeben, mich hat es schon auch genervt, wenn dann noch zum Zwar der Stier angefangen hat. Ja, ist nicht schön. Macht sich nicht gut, wenn du halt dummerweise an ein Wohngebiet grenzt. Früher waren wir ja da oder so ein wenig außen. Ist ja aber alles zugebaut worden ringsherum. Die Landwirtschaft gibt es schon seit über 500 Jahren, also von daher soll sich ja mal keiner aufregen, aber es ist halt drumherum gebaut worden und jetzt haben wir halt das Problem, die geht aus wieder einen Platz. Jetzt haben wir halt wieder das Problem gehabt, dann haben die sich aufgeregt. Gut, ich habe danach irgendwann einmal gesagt, ja, es nervt tatsächlich, es ist nicht mehr schön und habe gesagt, jetzt muss man mal was machen, dann muss ich schauen, dass er wegkommt. Die hat einen super Platz gekriegt. Fühlt sich dort absolut wohl, hat drei Mädels, die er decken kann, ist ein friedvoller Kerl, ist ein wenig außerhalb vom Ort, wenn du so willst, und es stört kann, optimal, was Besseres gibt es gar nicht. Ja, jetzt habe ich halt das Problem wieder gehabt, deswegen war ja auch mal dieses Kurzvideo, mit Dank an die Nachbarn, dass die Kuh natürlich jetzt wieder alle 18 doch das Rindern angefangen hat. Und ganz ehrlich, ja, es zehrt an die Nerven, auch bei mir. Das geht halt früh los, 5:30, 6:00, gewöhnte Zeit, braucht bloß noch mit seinem Hund laufen, sie fängt den Schreier an. Das geht los, abends, du bist noch ein wenig draußen, es wird noch Hausen gebaut, es wird schon dunkel und die Kuh schreit noch bis noch zum 9:30. Irgendwann bist du zermürbt und denkst dann, jetzt langsam möchtest du einen Prügel nehmen, möchtest du ja auf die Nuss hauen und gut ist. Ja, jetzt habe ich ja schon seit April versucht, die Kuh dann zu verkaufen. Hat sich aber leider keine gefunden. Ist eigentlich schade, weil die wäre eigentlich eine gute Kuh gewesen. Als Ammenkuh, die hat die Alma mitgesäugt, die hat die Annabelle damals mitversorgt. Der Adele, ihrer Junge, ging alles wunderbar. Ist absolut umgänglich mit den Kälbern. Aber halt ein richtiger Nervensicher, ich gesagt, das geht nicht. Auf Dauer irgendwann. Die Annen sind eigentlich ja total gechillter, entspannter Herden, sind ruhig. Halten die Klappen, ist alles prima, wunderbar, du kannst, da wenn es da früher mal ein bisschen später kommst du noch, wenn du sagst, du schläfst da mal ein wenig aus, überhaupt kein Thema, die sind ruhig, nur sie nicht, gerade wenn es rindet, kannst du vergessen, die schreit, und dann springst du freiwillig auf, und gehst freiwillig und haust ihnen was rein, weil dann hält es wenigstens einmal für eine halbe Stunde die Klappen, dann liegt aber noch ein Futter drinnen, also das muss man auch dazu sagen, es liegt immer ein Futter drinnen, aber es wird halt wieder geplägt. Naja, nee, jetzt ist wie gesagt der Grund gewesen, dass die Kuh weg sollte. Und es hat sich halt jetzt so ergeben, der Carsten hat für mich ein Schwein. Und das Schwein, das bringt er mir heute vorbei. Und im Gegenzug nimmt er die Röller dann mit. Die geht dann, ja, ein wenig schade, aber es ist halt einfach so. Und ja, gut, ich suche jetzt auch nicht nach. Die geht halt dann morgen direkt zum Metzger und wird verwascht. Ja, das ist dann einfach so. Schade, die hat ein schönes Leben bei mir gehabt und die hätte auch bei mir alt werden dürfen, aber wer Ärger macht, der muss halt dann leider gehen. Das ist einfach so. Hilft alles nichts. Ich kann keiner Unruhestifter gebrauchen, weil, wie gesagt, wir sind halt dummerweise mittlerweile doch recht eingebaut. Und ja, die Landwirtschaft gibt es länger wie die ganzen Häuser da. Das Haus da oben, das war schon gestanden damals. Auf die alten Karten vor 1800 noch was hat es da dann Bewohner gegeben. Den Hof da und dann bist du nun in einer Art nix. War eigentlich schön, ein Aussiedlerhof, wenn du so willst. Ein Gutshof, so ein wenig außen draußen. Der Betrieb existiert seit, keine Ahnung, 1300 noch irgendwas. Und seit 1300 noch irgendwas haben wir da eine Viehhaltung. Also weit mehr als 500 Jahre. Und es hat nie
Aussetzer gegeben. Es waren immer entweder Kühe oder Gasen oder Esel oder es war immer irgendein Vieh da. Also es ist nicht so, dass der Betrieb auch mal komplett tierlos war. Es war immer irgendein Großvieh auch da. Aber wie es halt so ist, wir leben halt in einer Zeit, da sind die Leute halt genervt und deswegen, ja, versuche ich ja, das ist jetzt mein Ding und gewisser Leute, ein wenig an Frieden zu wohnen. Eigentlich müsste ich ja sagen, leck mich alle am Arsch. Suche ich auch so, wie es ist. Weil, was mir mancher uns bar gepisst haben, müsste ich eigentlich sagen, bist BZ, aber naja, man will ja auch nicht so sagen. Herden verkleinern, war ja sowieso in Planung. Der Rudi bleibt da. Der Rudi wird dann nächstes Jahr mal von mir geschlacht. Und dann gibt es da mal Fleisch. Und die Adele, die Annabelle und die Alma bleiben da. Wenn die Annabelle und die Alma dann alt genug sind, dass wir sie decken können, dann kommt da mal wieder ein Stier her. Definitiv. Also da könnt ihr euch alle drauf vorbereiten, weil die Rinderhaltung gebe ich nicht auf. Aber die Röller, wie gesagt, die verlässt den Betrieb, weil funktioniert nicht. Bleibe ich bei den Ruden. Ist eher schöner Farb. Passt. Wunderbar. Gut. Ja, warten wir mal, dass er dann kommt. Und dann sehen wir weiter. Ja, dann sind wir ja da im Stottel. Und ich habe ja letztens am Urlaub Kurzvideos gemacht. In die Kurzvideos, da haben mich dann schon ein Jahr gefragt, was ist denn das, was sieht man denn da, ist das irgendeine Maschine zum Spelzen rausputzen oder was kann denn das Ding? Ja, das Ding, das was da steht, das ist ein Dreschkasten, da steht Günzburg, das ganze Ding, da steht auch noch vorne Mengele dran. Das ganze Ding ist eine Dreschmaschine, Dreschkasten. Baujahr bin ich mir nicht sicher, müsste Ende 50er, Anfang 60er sein. Das ist eine Mengele Günzburg Uranus 3, also keine kleine Maschine. Die Uranus 3 hat auch einen Sortierzylinder. Den habe ich in dem Video dann ja, kurz einmal mit gezeigt, den hat man gesehen. Und die Maschine, die hat der Großvater irgendwann mal neu gekauft. Da gab es im Ort, soweit mir bekannt, nur eine weitere Dreschmaschine und die hing vor am Lanz und ist immer so vom Bauernhof zum Bauernhof gefahren. Und wir haben eine stationäre Maschine gehabt und diese stationäre Maschine, also ist eigentlich auch keine stationäre Maschine, das ist ja vorgestellt runter und die wäre ja auch fahrbereit, theoretisch. Aber die wird bei uns nicht gefahren, die ist gekauft worden zusammen mit diesem Elektromotor, den ihr da seht, der ja auch im Betrieb war. Also es ist der originale Motor zu dieser Maschine. Die wird nicht über einen Schlepper angetrieben, sondern elektrisch. Das ist ein Sterndreieck, Kraftstrommotor mit Schalter dran, habt ihr ja auch gesehen im Video. Und diese Maschine, die ist bei uns angeschafft worden, die hat hier ursprünglich mal das Getreide gedroschen. Das Ganze hat so funktioniert, wir hatten früher einen Mähbinder, ist auf dem Feld draußen alles gemäht worden und gebunden worden, ist dann mit die alten Holzladewegen, die da hinten drinnen stehen und Ochsen bzw. Kuhgespann haben gebracht worden. Das ist ja eine Durchfahrscheune, vorne ein Tor und hinten sind eigentlich oder ist ein Tor, wobei da der ganze Wein davor ist, das Tor möchte ich auch nicht mehr unbedingt aufmachen, ich schätze dann fällt es ein. Weil das ist einfach so lange schon zugewachsen, aber das ist eigentlich auch da, also du kannst da rein und konntest eigentlich dort wieder raus und konntest wieder in die Richtung Feld. Und das ist mit der Spanne dann eingefahren worden und ist dann per Heugreifer bzw. halt per Hand auf den Zwischenboden befördert worden, dort gelagert worden und dann bei Bedarf gedroschen. So. Dann müssen wir mal da rauf die Treppen. Das Problem ist halt, es ist leider alles ziemlich dunkel. Das habe ich auch schon gesagt zu der Vorstellung. Das wird ein bisschen ein Problem von dieser Maschine. Weil das ist halt alles so gemacht, dass du zwar wunderbar arbeiten kannst, aber dass du halt nichts siehst, weil es halt einfach ein Stottel ist. So. Ich hoffe, man erkennt jetzt wenigstens ein bisschen was. Also wir stehen jetzt oben am Dreschkasten. Ihr seht schon, der Boden hier, der ist um die Maschinen rum gebaut worden. Da steht übrigens der Typ, Uranus 3. Ja, das ist wie gesagt der Dreschkasten von oben. Ich habe ihn schon mal ein bisschen grob von Dreck befreit. Hier stand dann normalerweise ein oder zwei Personen und haben von da vorne
Da waren dann Arbeitszonen gestanden. Die haben die Getreidebünd immer aufgemacht. Da ist auch eine Klappe hier. Die kann man dann auch runterklappen. Da konnten wir von oben noch zuführen. Spinnenweben, schön. Und dann hast du hier aufgemacht und hast es hier eingeführt. Da, da unten drunter sitzt die Dreschtrommel. Und dann ist das Getreide gedroschen worden. Dann haben wir ja unter dem Kasten da, das sind die Schüttler und die Siebe. Dann fällt das ganze Material runter. Geht durch den Windkanal, erste Reinigungsstufe, Endgranne, zweite Reinigungsstufe, also zweite Wind- und noch einmal Endgranne. Dann nach hinten in den Sortierzylinder, der sitzt dann da unten drunter mit. Und da ist es dann noch einmal sortiert nach, ja, ich möchte einmal fast sagen, Abfall und ganz feiner Sämereinzeug, was man nicht haben will. Bruchkorn und ganz hinten die großen, vernünftigen Körner, die du wieder zum Säen nehmen kannst. Funktioniert alles soweit, es fehlt mir noch eine Handkurbel auf dem Sortierzylinder, muss ich mal gucken. So, die Maschine hier hat jetzt noch eine Besonderheit, weil die hat mein Opa umgebaut. Normalerweise ist die Maschine nicht so aufgebaut, aber da ist einmal ein Loch durchgebohrt. Da geht das Spelzenwurfrohr oder das Abluftrohr raus. Das ist durch die Maschine hier oben herausgeführt. Normal ist es meistens bei den Maschinen einfach schräg nach vorne. Bei uns ist es nach oben geführt, geht hier unter der Decke entlang und ging normalerweise bis ganz rüber und dann ist da drüben das Spelzenzeug aufgefangen worden. Dass du halt nicht im Dreck standen warst. Das ist irgendwann dann nochmal weggeschnitten worden. Funktioniert aber trotzdem, das bläst halt dann einfach da rüber. Und der Opa ist hergegangen, der hat dann die Maschine, nachdem der Mähdrescher damals gekommen ist, so eine erste, der Bautz, dann hat er die Maschine umgebaut, weil dann ist er eigentlich nicht mehr gebraucht worden. Viele Bauern, die haben ihre Dreschmaschine dann weggeschmissen, weil du hast dann Mähdrescher gehabt oder es ist dann jemand gekommen zum Dreschen und was willst du dann mit dem alten Geraffel? Das nimmt einen Haufen Platz weg und überhaupt und sowieso. Bei uns war es aber anders. Die Maschine, die war halt fest eingebaut. Ihr seht es, also wie gesagt, dieser Zwischenboden hier ist mit der Maschine zusammengebaut worden. Das ist übrigens der Seilzug vom Heugreifer. Habe ich auch irgendwann einmal vorgestellt. Das ist die Leiter von der Dreschmaschine. Also die ist, wie gesagt, hier fest integriert worden. Die, wenn du rausfährst, wird wahrscheinlich ein ganzer Zwischenboden mit einfallen. Der gehört einfach zu der Maschine dazu. Das ist so gebaut. Er hat es umgebaut. Er hat da oben, oberhalb vor die Schüttler. Gucken wir mal, ob man da was erkennt. Da hat er ein Loch reingeschnitten. Ganz böse, ne? Und eine Rutsche aus einer alten Dachrinne oder Blech gebogen. Einen Schieber montiert, der von der Seite bedienbar ist. Diesen Holztrichter ringsrum gebaut. Ja, und was soll jetzt der ganze Witz? Was willst du damit? Was machst du mit einer Dreschmaschine, die so umgebaut wird? Du kannst mit dieser Dreschmaschine noch ganz normal dreschen, so wie es an der A-Körner, wie es auf Dreschvorführungen gern gezeigt wird. Das funktioniert mit dieser Mengele noch. Überhaupt kein Thema. Aber, hi Digi, der flitzt damit rum, der will dann mit rein. Du kannst hier auch, also da ist der Schieber, der kann von hier außen bedient werden. Jetzt ist er zu, jetzt ist er auf. Kannst hier dein Getreide einfüllen, Saatgetreide zum Beispiel oder gedroschenes Getreide, das einfach sehr verunkrautet ist, was ja vorkommen kann. Und jetzt zum Beispiel haben viele das Problem gehabt, die halt, ja, kann auch Spritzmittel einsetzen, so wie mir, dass sehr verschmutzt war. Wir haben ohne Scheue dann haben wir nachgereinigt mit der Windfähig, die da steht vor der Presse, sieht man jetzt nicht. Der Opa hat es mit der gemacht. Die Lappen, die wo da hängen, das sind die Spritztücher, dass quasi durch den ganzen Wind, der da unten mit durchpfeift, das Getreide nicht hinten rausfliegt. Hier war ursprünglich immer noch eine Strohpresse angeflanscht. Die ist verschrottet worden, die ist nicht mehr gebraucht worden, weil ja damit nicht mehr gearbeitet worden ist, in dem Sinne. Und zum Getreideputzen brauchst du keine Strohpresse. Schön ist, es ist die komplette Bedienungsanleitung von der Maschine drauf. Da seht ihr schon Putzerei und das da ist eben das Interessante. Die hat den Sortierzylinder, die große Maschine. Was natürlich sehr interessant ist, das Ganze. Ja. Und ich bin jetzt dabei, ich habe das Ding jetzt einmal gründlich abgefettet, die ganzen Staufer-Fettkappen, Fettbuchsen aufgehabt, frisch abgefettet, neigedreht, bis wirklich überall Fett gekommen ist, dass alles leichtgängig wird. Und habe die ganze Maschine jetzt einmal in Betrieb genommen. Die eine Luftklappe da, die ist einfach immer zugefallen.
Da habe ich gesehen, es ist hinten dran ein Flügelschraum. Nachdem ich einmal ein bisschen einen Drehweg geputzt habe, hat man es gesehen. Und dann habe ich halt einmal stückchenweise das ganze Ding abgefettet, eingestellt, ein wenig gemacht, gepoppelt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo sie dann theoretisch funktionieren würde. Ich habe es ja im Kurzvideo schon gesagt, ich muss nur gucken, dass ich da noch finde, wie der Sortierzylinder eingestellt gehört. Und da hat mir der Vater den Tipp gegeben. Das ist normalerweise von der Seite eingestellt worden, von der einen Welle. Mal schauen, dass man da reinkommt. Von der einen Welle, nämlich von hier. Und da muss irgendeine Kurbel oder was drauf gehören. Und dann kannst du da drüber diesen Sortierzylinder hier drin, also diesen da, kannst du da drüber dann eben ganz eng stellen und dann im Betrieb weitermachen. Du kannst quasi diese Stäbe so verstellen, dass die Maschine da drüben wirklich nur den Schrott rausbringt, ganz feines Bruchkorn, was halt nichts Gescheites ist. Da größere Körne, die man als Hühnerfutter nehmen kann. Und hier drüben dann wirklich die großen Körner, die gedacht sind, um ja, wieder nachzusehen. Und das kommt wirklich sauber raus, das ist das Schöne. Das kann die Maschine. Der Besen da, der gehört noch eingestellt, der muss näher ran. Weil dieser Besen, der macht, dass der Sortierzylinder die Körner immer rausgedrückt werden, die da hängen bleiben. Ich weiß nicht, ob man es da sieht, da hängen ein paar. Und dieser Besen, der drückt die quasi wieder rein und verhindert, dass das sich so zusetzt. Ja, und da muss ich mal gucken, dass ich die Kurbel noch finde. Die muss irgendwo sein, muss hier irgendwo rumliegen. Wo wissen die Götter? Ist halt lang nicht mehr gebraucht worden. Zuletzt hat es der Opa in den 90er Jahren benutzt, das Ding, und hat getragen geputzt. Und wie der Opa gestorben ist, ja, dann ist halt das ganze Wissen da drum verloren gegangen. Mann, was ich halt gemacht habe, Riemen waren kaputt, den haben wir schon mal gemacht. Vaterbund Gummi, und den habe ich jetzt erst gemacht. Der ist eigentlich noch zu lang, den muss ich aber noch kürzen. Oder halt dann einen neu machen, mal gucken. Und dann läuft das Ding nämlich sauber. Also funktioniert ja, habt ihr ja gesehen, es geht. Ich habe auch Getreide durchgejocht. Aber wie gesagt, der Sortierzylinder passt noch nicht. Das muss noch eingestellt werden. Ja, und das ist dieses ganze Ding. Also das ist ein Ungetüm, ihr seht, da sind Eisenräder drunter. Die steht auf der Glötz. Das ist, wenn es da im Feldeinsatz hast, konntest du da damit feststellen. Bei uns sind sie natürlich einfach dort runter, weil sie im Stadl festgestellt ist. Ihr seht schon, da ist alles ringsrum um die Maschine gebaut. Also die ist so zugebaut. Das ist alles so eingebaut. So muss die. Und ich kenne die nicht anders. So alt wie ich bin, kenne ich die Maschine da als Kind, als kleines Kind, als kleine Buh, habe ich die einmal kennengelernt. In Betrieb. Ich habe immer gedacht, die muss ich noch einmal in Betrieb nehmen. Keiner hat so recht gewusst wie. Und ja, ja, Bekannte, wie sie gesagt hat, die Dinge sind schon irgendwie ehrfurchtgebietend und irgendwie doch was Besonderes. Und ja, also ich gebe es ganz ehrlich zu, wie ich die Maschine das allererste Mal in Betrieb genommen habe letzte Woche. Und ich war da hinten gesessen in der Ecke und habe diesen Schalter da betätigt. Also mir ist da schon wegen des Herzens in die Hosen gerutscht, gebe ich zu. Weil du hockst da, da läuft der Treibriemer direkt vor deinen Nasen, direkt neben dir fängt dann das Ding da oder das Larven an, das Wummern an. Und wenn du das alles halt als kleines Kind einmal kennengelernt hast, dann war das natürlich eh alles ganz spannend und riesig und irgendwie vielleicht auch ein wenig gruselig, möchte man sagen. Und wenn man dann das allererste Mal sich hinstellt und das Ding selber in Betrieb nimmt, dann ja, ist das doch in gewisser Weise etwas ehrfurchtgebietend, möchte ich sagen. Ja, was noch gemacht gehört, diese Schieberklappen da, da sind Drähtle dran gewesen, funktioniert normal wie hier. Ach, da ist noch Getreide drin. Der Draht geht an die Schieberklappe und dann kannst du die hier betätigen. Du tust quasi einen Sock da reinzwicken und machst die Klappen auf und dann fällt dein Getreide gleich in den Sock rein. Das hast du, wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Mal. Die zwei da, das sind noch komplett. Und da, das sind die Drähtle abgerissen, abgerostet. Das muss ich auch mal noch, da muss ich einfach einen alten Nagel oder irgendwas biegen und als neuer Draht reinmachen, dass das wieder gangbar ist, dass die wieder betätigt werden. Und wie gesagt, den Besen noch einstellen und den Sortierzylinder korrekt einstellen. Und dann sollte das Ding wieder laufen. Und dann ist eigentlich wirklich war der Plan, wenn ich Saatgetreide kaufe, ich kaufe im Normalfall kein Saatgetreide, das irgendwie zertifiziert ist, das sage ich, wie es ist.
weil wir sind ein Kleinbetrieb, wir können das machen, wie wir wollen. Wir brauchen den Scheiß nicht. Ich kann einfach irgendeinen Getrag haben. Und wenn ich ganz sicher gehen will, dass kein Unkraut drunter ist, dann joche ich es durch den Kasten oder durch. Putze das Arme durch, da kann man die richtig schön vernünftig grüßen können zum Seher. Die nehme ich zum Seher. Hühnerfutter, vielleicht Hühnerfutter, Abfall, muss man gucken. Und dann ist das gut. So wird das Ganze dann funktionieren. Und ich habe auch vor, das Ding in Betrieb zu nehmen, wenn man ein Jahr hat wie heuer und ich das Unkraut leider nicht los war. Also wir haben jetzt vor, doch einmal spritzen zu lassen. Das hat sich jetzt aber durch den Regen alles irgendwie verschoben. Dann ist der Plan ganz einfach, dass, wenn Unkraut drinnen ist, das Getrag, was man verkaufen möchte, auch durchgejocht wird. Es ist ein Elektromotor, der läuft. Den muss man halt dann betreiben. Im Normalfall würde es dann im Sommer dreschen. Wenn die Sonne scheint, dann produzieren wir unseren eigenen Strom. Dann kann die Maschine das da mit unserem Strom quasi durchputzen. Und dann hast du keine großen Kosten mehr, weil Trichter ist drauf. Durchgelassen, da raus, dann ist es halt Sackware. Dann muss ich halt die Sackware wieder laden oder auf den Kieber zurück da oder wie auch immer, das sieht man. Aber ich habe danach dann ein vorgereinigtes, möglichst sauberes Getreide, wo natürlich der Ertrag, den du da kriegst, ein wenig höher ist. So der Plan hinter dem Ganzen. Ob das so funktioniert, das werdet ihr dann natürlich irgendwann sehen in die Videos. Wenn ich das Ding jetzt dann einmal gar komplett so habe, wie ich denke, wird es mit Sicherheit auch nochmal ein Video dazu geben. Das ist in Planung. Ich wollte es jetzt einfach einmal vorstellen, dass ihr überhaupt wisst, um was es sich da jetzt handelt. Also wenn man sich da halt dummerweise dahinter nicht gut in ihrer ganzen Pracht. Die ist halt einfach so eingebaut. Da habt ihr das Mengele Günzburg. Fahrt es auch 100 Umdrehungen. Es ist halt alles so eingebaut, dass man wirklich nicht viel sieht. Das ist alles so dermaßen versteckt. Da liegen noch verschiedene Siebe, wo der vorher gemahnt hat, die gehört oder nicht dazu. Das war die alte Windfähig früher. Das ist das Problem, weil keiner mehr so recht weiß, wo gehört was noch, was ist von wo. Was sind das alles für Trümmer? Gehört das zu der Maschine? Gehört das woanders hin? Das muss ich jetzt dann einmal alles zusammenfinden. Da sind zum Beispiel auch noch Teile drin, wo keiner so recht weiß. Was haben wir da eigentlich? Da liegen noch Bolzen und Messer und Schlüssel. Ja, wie gesagt, das muss ich auch mal alles zusammensuchen, einmal sondieren, einmal gucken, was ist was. Weil der Kasten da, der gehört eigentlich zu der Maschine. Der ist da dafür gebaut, das sind lauter Teile. Muss ich einfach mal gucken, das muss ich auch mal probieren, einmal schauen. Dahinter ist halt alles Dreck, das ist ein Stottel. Das ist halt nicht geleckt und sauber. Da hinten liegt auch lauter Scheiß rum. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Das Zeug, das selbst der vorher nicht mehr weiß, was es eigentlich ist, was das da hinten zu tun hat und warum und weshalb und wieso, aber ja, muss man sich halt einmal zurechtfinden. Wie gesagt, die Schüttler und das, die Larven wieder, das ist ja alles Holz, das ist ja kein Metall, das sind wie so Holzfedern, da hängen auch die Schüttler drauf und wenn die Maschine sich bewegt, bewegt sich das ja alles mit. Wie gesagt, da könnt ihr noch mal reingucken, da hinten sieht man die Dreschtrommel und den Korb und alles, den Moment, Korb, ist alles zu sehen da innen. Da unten ist eigentlich die Deichsel eingesteckt, die hätte ich gedacht, liegt unter der Maschine. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. Ich habe aber gedacht, die war da unten drunter rumgeflogen, rumgelegen. Irgendwo war da noch was rumgebollert. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine mobile Maschine, aber bei uns ist er halt stationär eingebaut und macht nur noch stationäre Arbeit oder hat immer schon stationäre Arbeit gemacht. Und ja, müssen wir gucken. Da sind dann auch noch mal Siebe drin, wo das Material runterläuft. Da fällt dann hinten auch Material raus, was du da nicht haben willst. Zum Beispiel Distelsamer sind relativ groß, die fallen dann ganz da hinten aus, die kommen auch nicht rein, so die Zylinder. Von daher fällt Material in den Sortierzylinder rein. Es gehört vielleicht auch alles einmal ein wenig ausgeblosen. Da ist Mäusescheiße drin und Drecker das auch. Und ja, wie gesagt, ich war halt jahrzehntelang nicht mehr im Einsatz. Und ich habe mich jetzt nochmal versucht, das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Und ich denke, das wird funktionieren. Also,
Das ist ja eigentlich relativ kompakte Dreschkasten, das ist ja jetzt nicht sonderlich groß. Wobei das eigentlich vom Durchsatz her schon recht massiver Maschinen war. Also kein kleines Spielzeug. Da sehe ich, da ist ein Riemerschutz gebaut, das war der Original auch da. Und da hat der Großvater dann noch einmal was BG-konform nachgerüstet, dass man da halt nicht reinlangen kann in den laufenden Treibriemen, weil wenn du deiner Finger reinbringst, dann sind sie auch fort. Ja, das ist halt einfach so. Oder das Spray, das ist scheinbar neu gekommen, also da hat es was gegeben. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding, das was ihr im Video gesehen habt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch das einmal. Ich tue euch das jetzt einmal zumindest ein bisschen vorstellen. Da oben seht ihr die Holzklappen, da konnten wir von oben dann noch Material runter schmeißen, weil wenn es gelagert worden ist, ist dann vom Boden um runtergelassen worden, runtergeschmissen worden. Also es ist alles schon schön durchdacht und fix eingebaut. Man ist halt jetzt mittlerweile richtig eingebaut, weil ja, da vorne seht ihr schon Düngestreuer, Äpfelschleuder, Balkenmähe, Einachse, Äpfelgrube, Mischstreuer daheim, da hinten die Presse, davor die Windfecht, da der Kippe, davor steht der Kram mit dem Ladewagen. Es ist halt alles dahin, es ist ein Stottel, der wird genutzt, es ist eng, es geht ein wenig eng zu. Und ja, ist halt nicht mehr so wie früher. Früher war da nicht so viel hinangestanden, du bist halt mit deiner Gespanne durchgefahren. Du hast deine Mähbinde gehabt und deine Ackergeräte und gut was. Und heutzutage, da hast du halt Mähgeräte, du hast eine Mähdresche und dann hast du das Ding da eigentlich nicht mehr gebraucht und bist da nicht mehr so oft rein und dann hast du halt an Ladewagen und an Mischstreuer und dann ist das Ding ein wenig in Vergessenheit geraten. Und ich, wie gesagt, ich bin so blöd und probiere es jetzt wieder in Betrieb zu nehmen. Aber mir gefällt das auch, ich mag so alte Maschinen. Ihr kennt ja mich, ich habe ein wenig einen Knall. Manche mögen vielleicht so, das ist ja ganz ein gestriger, weil wenn er schon immer mit so alten Schrott oder arbeitet, ne? So alte Bulldog und einen uralten Ladewagen hinten dran und ja, muss man mit der Zeit gehen, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, hast du immer so schön. Ihr könnt mir am Arsch lecken, warum soll ich mit der Zeit gehen? Die Maschinen sind hergerichtet, die sind in tiptop Zustand, besser geht's nicht. Und die Maschinen haben für mich eben die richtige Größe. Weil, ganz ehrlich, für meinen Äpfelbau, ich mache keinen Äpfelbau, wo ich, keine Ahnung, 600 Hektar Kartoffeln habe. Ich habe aber bloß 7 Hektar Gesamtflächen. Und was soll ich mir für 7 Hektar Gesamtflächen an großen Grimmerode anschaffen und Krautschlägel und, keine Ahnung, Steckmaschinen und dann den passenden Bulldog dazu, weil... Plus für meine paar Äpfel, die ich brauche für meine Soja und für mich. Also, da suche ich dann immer, ja, alles klar. Das ist genauso mit dem Heu. So ein Viel, ja, du brauchst dann größeren Heuwände und dann größeren Schwade und mit dem kleinen Spielzeug, was willst du denn da? 4 Kreisel, da muss doch mindestens 6 oder 8 Kreisel sein. Ja, warum denn? Wozu soll ich denn sowas groß brauchen? Mach Sadersfüllung, du bist da ewig gestrichen, aber ich weiß, dass die Maschine genau für meine Betriebsgröße passen. Ist genau das, was ich da will. Was Besseres gibt es gar nicht. Und das Zeug ist alles bezahlt. Alles schon vor Jahrzehnten bezahlt worden. Ist tiptop gepflegt, ist gut in Schuss. Wenn man es ein wenig pflegt und in Betrieb hält, es geht nicht viel dran kaputt. Von daher, ja. Man braucht nicht immer das Neueste und Größte. Man muss immer betrachten, es gibt halt da Betriebe, die sind nicht vor der Größe, dass er einen großen Lexion braucht, sondern dann langt halt der alte Fahrer. Andererseits sagen, du brauchst eigentlich gar keinen Mähdrescher, weil das bisschen, was du hast. Aber ja, der ist halt da und warum soll man auch weg da? Man hat einen Mähdrescher, wenn man dreschen will, drischt man und wenn man nicht dreschen will, drischt man halt nicht. Ich bin auf keinen Lohner angewiesen, ich mache einfach so, wie ich denke. Das ist optimal. Und naja, das Ding da. Das Ungetüm. Ja, ewig gestriche. Ach, ich fand den einfach cool. Das macht mir halt auch Spaß, ne? Das ist ein wenig so ein Hobby von mir. So alter Maschine. So ein wenig in die alte Technik reinfinden. Das ist jetzt wie die Dreschmaschine wieder in Betrieb nehmen. Einfach einmal reinfinden, wie funktioniert das, wie haben die das früher gemacht. Und halt das Zeug dann noch sinnvoll nutzen. Wie den Bagger. Es hat viel gegeben, die haben gesagt, was willst du mit dem Scheißhaufen? Der kann nichts, das nutzt dir nichts, das dacht nichts, das brauchst du nicht.
Ja. Wer hat den Schacht gemacht? Ich, weil der Hydraulikbagger nicht neu gemacht ist. Von daher, so scheiße ist das Zeug nicht. In diesem Sinne, schauen wir mal, wann der Thorsten kommt. Ich gehe jetzt noch mal rein, hab noch ein wenig Zeit. Und dann sehen wir schon. Ja, Leute, wir haben jetzt mittlerweile Montag, den 16.09. abends nach der Arbeit. Es wird jetzt wahrscheinlich 5:30 sein. Ich muss mir ein wenig ranhalten. Um 6 Uhr gibt es ja eigentlich Abendessen. Das schaffe ich aber unter der Woche normal nie. Ich muss da noch zum Mähen los. Ich muss noch den Kuhstall machen. Ich habe jetzt gerade den Schweinestall und den Hühnerstall gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Der Thorsten war gestern da. Es wird so 3:45 rum gewesen sein, ist er angekommen. Der war dann in etwa bis um 4:45 hier. Dann ist er wieder losgefahren. Der Tiertausch hat gut funktioniert. Wir haben zuerst die Sau abgeladen, die hört er da im Hintergrund vor sich hingrunzen. Hat wunderbar geklappt. Die war dann erst einmal im Freigehege draußen. Da habt ihr vielleicht, wenn ihr geguckt habt, bei mir auf dem Kanal gesehen, ich habe ein kleines Bild gemacht. Ja, und danach haben wir dann erst einmal die Roller noch aufgeladen. Ja, die ist jetzt weg. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu merken. Natürlich, der Rudi, der schreit noch. Der ruft immer mal noch nach ihr. Es ist das Kalb gewesen vor der Roller. Und der Rudi ist halt, ja, muttergebunden aufgewachsen. Und jetzt ist sie halt plötzlich weg. Und das ist natürlich alles komisch, ne? Nichtsdestotrotz, es hat alles soweit funktioniert. Das ist jetzt dann übrigens die Adelheid. Kurzform ist allerdings bloß die Heidi. Ja, ich habe was mit A gebraucht, dann haben wir gedacht, ja, was könntest du denn nennen? Adelheid, das klingt jetzt so, ja, wunderbar wie, aber Kurzform ist ja die Heidi. Ja, das passt zu dir, gell? Bist die Heidi. Du. Ja, gestern war es auch noch ein wenig angriffslustig. Teilweise, wenn du neu kommst, dann schaut sie dich an, dann, ich meine, das ist alles fremd, die ist neu. Die kennt mich noch nicht, die kennt den Stall noch nicht, die Geräusche. Da drüben sind die Uma und der Fergel oder das Fergelchen, wie man das nennen möchte. Ja, und dann ist sie jetzt da plötzlich mit da, als Fremder im Stall. Kennt ja alles noch nicht. Ja, aber die hat jetzt die Aschda noch da hinauf verbracht, ging ganz gut. Futter habe ich ihnen vorhin rein. Ich tue ja immer ein Heu rein. Und dann tue ich immer eingeweichtes Schrot. Deswegen ist da das Wasser mit drin. Also ich tue das immer in einen Wattelarme, durch Schrot immer die Menge für die Schweine rein und tue das Ganze dann mit Wasser auffüllen, dass er dann einmal die Sauferei haben, weil die sollen ja was saufen auch. Und natürlich ihr Futter. Das Ganze ist dann immer eingeweicht. Kastanien hat es gestern noch ein paar gegeben, die habe ich mit rein und Äpfel hat es gestern noch gegeben. So ein wenig als Bestechungsversuch meinerseits. Hat scheinbar funktioniert. Wie gesagt, sie ist hin und schmecken gut ja, wie man sieht. Nam 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 nam. Ja, sie ist jetzt ein Dreivierteljahr alt, also bis er gedeckt werden kann, wird es auf jeden Fall, ich schätze mal, ja, irgendwo Mai, Juni nächsten Jahres, schauen wir mal. Wir müssen ja nichts übers Bar brechen, gell? Na, du darfst schon mal wachsen, du darfst schon mal einleben, du. Hm, kleine Maus. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Heidi oder Adelheid. Der Name ist halt, wie gesagt, etwas speziell, aber... Die Kurzform finde ich, die passt ganz gut. Ja, dann wisst ihr da Bescheid. Hier ist wie gesagt die neue Sau. Ne, dann auf gehen wir nicht und dann über zum Dicken gehen wir auch nicht, weil ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Leg dich hin. Ne, und ihr zwei. Da darf ich mir mal Jacken mitheben. Wir haben draußen 14 Grad. Solange man arbeitet, ist das wunderbar. Aber wehe dem, ich muss dann zum Mähen und wenn ich dann auf dem Kramer sitze, und der Wind geht und du fährst dann noch mit dem Fahrtwind dazu, dann wird es doch saukalt. Und ich meine, ich habe schon chronische Bronchitis und ich muss mir jetzt da nicht unbedingt noch was dazu einfangen. Weil das eine, das kommt jedes Jahr von ganz alleine, das werde ich nicht los. Da muss ich jetzt nicht zwingend noch was dazu haben. Also wenn ich es vermeiden kann, weil dann ist mir eh schon ein wenig anfälliger, dann muss das nicht sein. Wie gesagt, momentan ist mir warm, ich friere es jetzt auch nicht, weil ich eben... Arbeit, weil ich jetzt gerade den Stall gemacht habe und jetzt mal einen Kühlstall noch. Aber wenn es dich dann hinsetzt, dann kühlt es doch relativ schnell aus und ja, es soll ja wieder wärmer werden. Ich glaube, morgen sollen es 22 Grad oder 23 Grad werden. Mal gucken, wenn alles klappt, möchte ich schauen, dass ich auf
kommendes Wochenende die Kartoffeln rausbringen. Dann werden die gemacht, bevor es das Ringen anfängt. Ja, meine jetzt nur noch vierköpfige Rinderherde. Die Annabel hier unten. Die Adele. Alma säuft bei der Adele. Und da steht unser Rudi. Ja, wie gesagt, also man merkt schon, ihm fehlt jetzt was. Mann, wenn da plötzlich die Mutter entrissen wird und die ist auf Amo fort. Ja, Mann, jeder, der sich in die Loch versetzt, wenn eure Mutter sterbt oder plötzlich von heute auf morgen weg ist und ihr habt da feste Bindung zu ihr, und das sollte ja jeder eigentlich zu seiner Mutter haben, dann ja, fehlt ja da einfach was. Und ich meine, es ist für ihn jetzt dann auch ein Schock. Die ist auf einmal entrissen, sie ist weg, er ruft noch ihr und sie antwortet nicht mehr. Am Samstag hat er noch an ihren Alten gesaugt gehabt, durfte noch saugen, es kam ja noch was. Und von heute auf morgen ist er dann auf einmal weg. Und wenn er da dann ein bisschen traurig ist und wenn er da ein wenig schreit, ist vollkommen verständlich. Ja, mag sein, der wird ein Jahr alt, ist nicht mehr lang, anderthalb Monate, dann ist er ein Jahr. Aber die Bindung ist halt trotzdem da. Das wäre jetzt dasselbe, wenn ich jetzt dann die Adele oder vor ihrer Annen zwar wegdehe. Ja, die Annabel ist mittlerweile ziemlich abgenabelt, weil ja die Alma mit da ist. Aber wenn jetzt plötzlich die Adele weg wäre, möchte ich wetten, dann wären die zwar laut und denen sie suchen. Aber wie gesagt, das muss einfach sein. Jetzt kehrt auf jeden Fall dann einmal ein wenig Ruhe ein. Ich habe heute festgestellt, ich bin heimgekommen. Der Rudi hat mich gesehen, hat einmal gerufen. Hat auch noch einmal gerufen, dann wurde ruhig, hat sich nachgelegt. Die Adele hat einmal gemacht und seitdem habe ich keinen Mucks gehört. Ja, hast du recht, ne? Hast du recht, Kleine. Siehst du, wenn ich davor rede? Nee, und seitdem habe ich keinen Mucks gehört. Also, wenn sich jetzt noch einer aufregt, dass die Kühe laut schreien, dann soll er mal dezent im Buckeln runterrutschen. Ganz ehrlich. Dann können wir es auch nicht mehr. Schauen wir, dass wir den Stolder fertig bringen. Und dann fahren wir zum Meer. Im Grundstück ist alles abgemäht, da ist jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt angefangen auf der Wiesen unten her. Ich muss mal gucken, vielleicht. Ja, eigentlich bräuchte ich noch Silo. Aber, ja, ich bin mich spät dran. Das nächste ist, wenn ich jetzt das alles für Silo wegmähe, dann habe ich kein Gras mehr. Und auf der Koppel steht dummerweise auch nichts. Ich weiß nicht, ob ich heuer überhaupt ein Silo mache oder ob ich ihnen dann heuer gar kein Silo nicht gebe, sondern einfach bloß Gras, bis halt nichts mehr da ist, und dann müssen sie halt zwangsläufig Heu fressen. Muss ich mal gucken. Ja, wie schaut es da innen aus? Kuckuck. Ach, das sieht ja aus wie Sau hier. Habt ihr wieder gut gemacht, ne? Auweia. Macht ihr das mit Fleiß? Schaut so aus, ne? Tu mal was, dann sehen wir schon. Bis gleich. So, mein Stall ist soweit fertig. Ich war jetzt da noch zum Mähen unterwegs, wie ich es angekündigt habe. Ich habe es allerdings jetzt nicht gefilmt, weil es schaut dann anders aus wie letzten Mal, nur dass ich jetzt auf einer anderen Wiesen unterwegs bin. Ja. Maggie frisst mit. Jogi glotzt noch blöd. Annabel, Adele und Alma gucken. Ja, und der Rudi. Er holt sich halt jetzt das Gras da. Ja, ich meine, vorhin hat er dann noch ein paar Mal richtig gebrüllt gehabt. Jetzt im Moment ist er wieder ruhig, jetzt hat er was zu da. Ja, er vermisst halt jetzt seine Mama. Das ist einfach so. Und wie gesagt, rutscht mir Buckeln runter, wenn ihr euch aufregen wollt. Das gehört jetzt einfach dazu. Ja, Mais habe ich auch ein wenig gemäht. Allerdings nicht mit dem Balken, sondern mit meiner Sichel. Das ist mein heuer gesäter Mais. So schauen die Kolben aus. Moment. So schauen sie aus. Ja, noch ein bisschen, dann wäre es keine Mais. Dann wäre optimal. Aber gut. Der muss weg, weil es soll ja jetzt dann nochmal gespritzt werden und dann muss der Mais weg, weil es wäre nicht so gut, wenn der mitgespritzt wird. Das wollen wir ja nicht. Ja.
Jo, die Adele mag's. Ich glaube, der Rudi auch einen mag. Schau mal, Kleine. Na komm. Na komm. Na komm. Ja, du musst jetzt kein Vertrauen mehr in mich. Ne? Ist nicht so viel passiert. Der Böse hier, der hat einfach seine Mama davor in der Stollen rein und dann war die Mama auf einmal fort. Ne? Und jetzt hört es auch nicht mehr. Na komm. Ich will das da nicht herschmeißen, in den Dreck. Ja, es hat halt wieder jetzt geregnet. Sieht man natürlich gleich. Na, jetzt holt sich's wieder die Adele. Ja, naja gut, dann halt nicht. Geh mit Ohr, du mit Fressen, Kleine. Hm? Naja. Wird werden, da müssen sie durch. Irgendwann ist halt einmal der Zeitpunkt. Und ja. Man, es gibt ja einen Grund, warum in anderen Betrieben, in Milchviehbetrieben, die Kälber gleich wegkommen, weil am Anfang ist der Bindungsschmerz halt am geringsten noch. Und je länger da so zusammen sind, desto mehr wird es halt. Und ja, er war jetzt fast ein Jahr bei seiner Mutter und das merkst halt. Wobei es ist jetzt eigentlich, ja, er hat sich doch schon ein bisschen abgenabelt. Es ist, aber, naja, es gehört dazu. Ja, die sollen jetzt dann alle fressen. Ich mache jetzt dann Feierabend, ich gehe jetzt dann auf zum Essen. Und dann langt's für heute. Na. Nacht ihr. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's dann auch für dieses Video. Viel mehr gibt's jetzt tatsächlich nicht zu sagen. Ich muss mal gucken, wann es dazu kommt, das zu schneiden. Es ist jetzt nämlich so, ich ja, brauche die Zeit dazu, um mich an den Computer zu setzen. Und unter der Woche schlafe ich meistens auch noch zu Ball. Ei. Ja, die Woche fängt halt immer jeden Tag um 4.45 Uhr an. Ist halt abends immer nicht ganz so lang. Aber gut. Ja, es war jetzt eh dunkel in dem Video. Schweine sind fertig, Hühner sind fertig, Zwiebeln sind fertig, das passt soweit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt was. Wir hören uns wieder demnächst. Macht's gut. Servusla. Bis bald.